Man möchte 130 Kilogramm Badewasser bei 35 Grad Celsius herrichten. Dazu steht warmes Wasser bei 80 Grad Celsius und kaltes Wasser bei 15 Grad Celsius zur Verfügung. Welche Menge warmes Wasser und welche Menge kaltes Wasser muss man einfließen lassen? Hier ist die Situation dargestellt. Die Masse M vom Badewasser beträgt 130 Kilogramm und die Temperatur T vom Badewasser beträgt 35 Grad Celsius. Wir haben hier warmes Wasser bei einer Temperatur T1 von 80 Grad Celsius und hier ist kaltes Wasser bei der Temperatur T2 von 15 Grad Celsius. Was wir suchen, sind die Masse M1 vom warmen Wasser und die Masse M2 vom kalten Wasser. Wir drücken diese Massen in Kilogramm aus. Und um die herauszufinden, nutzen wir die Formel Delta Q gleich Cm Delta T. Also brauchen wir wahrscheinlich die spezifische Wärmekapazität vom Wasser, die wir solch einer Tabelle entnehmen. Es handelt sich hier um 4186 Joule pro Kilogramm Kelvin. Wir betrachten dieses System als abgeschlossen, woraus wir schließen können, dass die abgegebene Wärmemenge vom warmen Wasser gleich sein muss zur aufgenommenen Wärmemenge vom kalten Wasser. Und wir wissen auch, dass M1 plus M2 130 ergibt. Unter Anwendung dieser Formel in der ersten Gleichung finden wir C mal M1 mal die erste Temperaturdifferenz. Wir nehmen immer die größere Temperatur minus die kleinere, gleich C mal M2 mal die zweite Temperaturdifferenz. Auch hier nehmen wir die größere Temperatur T minus die kleinere Temperatur T2. Und hier stellen wir fest, dass wir die erste Gleichung durch C kürzen können. Was bedeutet, in dieser Aufgabe brauchen wir die spezifische Wärmekapazität vom Wasser nicht. Also können wir die wieder wegnehmen. Jetzt ersetzen wir in der ersten Gleichung T1 durch 80, T da und da durch 35 und T2 durch 15. So erhalten wir dieses Gleichungssystem, das man noch etwas einfacher schreiben kann. Wir könnten jetzt dieses Gleichungssystem per Hand lösen, wir dürfen aber auch dazu den Taschenrechner einsetzen. Wir gehen ins Menü, fahren mit den Kursortasten bis zum Feld der Gleichungen und bestätigen die Auswahl mit Enter. Hier lösen wir ein Gleichungssystem, also wählen wir die 1 aus. 1. Unser Gleichungssystem hat zwei Gleichungen und zwei Unbekannten, also wählen wir hier 2. So. Jetzt brauchen wir nur noch diese Vorzahlen der Unbekannten sowie die unabhängigen Termen einzugeben. Diese unabhängigen Termen liegen aber beide rechts vom Ist-Zeichen, so wie es auch hier im Display vorgesehen ist. Erste Gleichung. Die Vorzahl der ersten Unbekannten ist 45. Wir bestätigen durch Enter. Die Vorzahl der zweiten Unbekannten ist minus 20. Auch diese Eingabe bestätigen wir durch Enter. Und der unabhängige Term ist die 0. Die müssen wir eingeben. 0, Enter. Jetzt die zweite Gleichung. 1, Enter. 1, Enter. 130, Enter. Jetzt nochmal Enter. Die erste Unbekannte, die für Casio X heißt, für uns aber M1, beträgt 40. Jetzt nochmal Enter. Und die zweite Unbekannte, für Casio Y, für uns M2,
beträgt 90. Somit haben wir also herausgefunden, dass M1 40 ist und M2 90 ist. Diese Werte tragen wir in die Endantwort ein, die lautet, die Masse M1 vom warmen Wasser beträgt 40 Kilogramm und die Masse M2 vom kalten Wasser beträgt 90 Kilogramm.